Meine lieben Freunde des erhöhten Pulses, ich kann euch nur bitten, setzt euch hin. Die heutige Folge wird unangenehm. Und zwar haben wir zwei Themen, die einfach zeigen, wie widerwärtig und ekelhaft mittlerweile die Rechtsprechung in Deutschland ist. Und wie es vor den Gerichten zugeht, wenn man sich überlegt, was dort passiert und was dann letztendlich vor Gericht an Recht gesprochen wird. Ich habe zwei Fälle für euch, die hier beide bereits behandelt wurden. Einmal geht es um einen 18-jährigen Tunesier und einen 17-jährigen Marokkaner. Die beiden kann ich euch gerne mal hier einblenden. Über die habe ich ja bereits mal ein Video gemacht. Dort ist ein 30-jähriger Mann an den folgenschweren Bereicherungsversuchen dieser beiden Menschen verendet im Krankenhaus. Und der zweite Fall, es geht um eine Gruppenbereicherungstat, also eine Zwangsbeglückung einer 14-Jährigen von mehreren Tätern. Und jetzt haltet euch fest, dort sind nicht die Täter in Haft, sondern eine 20-Jährige, die diese Täter verbal angegangen ist. Wenn du das nicht verpassen möchtest, lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, aktiviere die Glocke und lass mir deine Meinung in den Kommentar da. Wichtig, schreib nur eine Biene für den Algorithmus und nicht, was du wirklich denkst, weil wir möchten ja nicht, dass die Handschellen klicken. Traurig, dass ich diesen Satz mit einschieben muss, aber es ist echt heftig und wir besprechen gleich, was da genau passiert ist. Der Tunesier Ahmed A, 18 und der Marokkaner Osama D, 17, sind angeklagt vor dem Paderborner Landgericht. Und diese wunderbare Richterin, ich blende sie euch hier gerne ein, die Vorsitzende Richterin Nicole Klein, verneinte im Eröffnungsstatement der Kammer einen nicht hinreichenden Tatverdacht. Joch, kennt man ja. Also man nimmt es billigend in Kauf, wenn man jemanden vor den Kopf tritt oder dann noch ins Gesicht springt, dass es der Person dann schlechter gehen könnte. Und das ist passiert bei Martin, der in der Nacht vom 1. Mai 2024 in einem Kiosk in der Innenstadt von Paderborn attackiert wurde und dann an seinen Verletzungen zwei Tage später im Krankenhaus verendet ist. Er habe drei Faustschläge ins Gesicht bekommen und ihm wurde dann auch noch mehrfach gegen den Kopf getreten. Das ist natürlich Beweislage nicht ausreichend und natürlich ist das in dem besten Justizsystem, was wir in Deutschland haben, sorgt bestimmt für ein Gerechtigkeitsgefühl. Und bei mir, als ich das gelesen habe, hat sich richtig Wut im Bauch zusammengesammelt. Also als ich auch die Taten gesehen habe, die ich euch vor ein paar Tagen gezeigt habe mit den Jugendlichen, also da hat es echt rumort in meinem Bauch und das ist beim heutigen Video genauso. Da sind 14 Tage angesetzt und in dem Artikel wird sogar noch, wie soll ich sagen, ja, der Mann, der letztendlich verendet ist im Krankenhaus, hatte einen Blutalkoholwert von 2,99 Promille. Und ja, der ist halt im Krankenhaus verendet. Und ob das wirklich wegen der Gewalteinwirkung der Angeklagten im Zusammenhang stand, ist halt unklar. Also es war angeblich ein Aneurysma, was geplatzt ist. Und man weiß halt nicht, ob die Faustschläge oder Tritte gegen diesen Kopf dafür irgendwie, wie soll ich sagen, in Betracht kommen. Also ich frage mich ernsthaft, haben diese Leute überhaupt ein Gefühl dafür, wie das in der Öffentlichkeit ankommt? Und da frage ich mich, was ist bei dieser Richterin los? Also bei aller Liebe, komplette Katastrophe. Justizversagen im besten Deutschland aller Zeiten. Aber wenn ihr denkt, das ist schon schlimm, dann wartet auf den nächsten Fall. Ich sage mal, Film ab. Eine Frau, die einen Vergewaltiger im Internet beleidigt hatte, wird jetzt länger weggesperrt als der Vergewaltiger selbst. Nach der dramatischen Gruppenvergewaltigung einer 15-Jährigen letzten Herbst in Hamburg hatte eine andere Frau einen der Täter im Internet schwer beleidigt. Sie wurde jetzt zu einem Freizeitarrest verurteilt. Voraussichtlich muss sie ein Wochenende in einer Strafanstalt verbringen. Das perfide daran, der von ihr beleidigte Täter musste für die Vergewaltigung nicht einen einzigen Tag in Haft. Gegen ihn und sieben weitere Täter wurden nach Jugendstrafrecht nur Bewährungsstrafen verhängt.
Ja, ich musste leider ein bisschen Cut-Cut machen, weil wir dürfen ja hier nicht alles sagen. Die 20-Jährige, sitzt im Gefängnis und beziehungsweise in Arrest und musste länger einsitzen als die wunderbaren Täter, die eine 15-Jährigen zwangsbeglückt haben. Es ist wirklich heftig, was hier abgeht. Aber ich kann euch ja mal kurz sagen, was denn die Frau gesagt hat. Und dann überlegt euch mal, ob das als Meinungsfreiheit gilt oder ob das schon sehr böse ist, dass man dafür einfährt. Ehrenloses, vergewohltätiger Schwein. Ich muss das natürlich etwas abändern. Oder ekelhafte Missgeburt. Laut Anklage droht die Frau dem Mann außerdem, er könne nirgendwo mehr hingehen, ohne auf die Fresse zu kriegen. Schämst du dich nicht, wenn du in den Spiegel schaust? Oder hoffen wir, dass du einfach weggesperrt wirst? Das ist natürlich höchst kritisch zu begutachten. Aber im besten Deutschland aller Zeiten muss man mit solchen Delikten Angst und Bange sein, einzufahren, aber die Bereicherungstat, die Gruppenzwangsbereicherung einer 15-Jährigen, ja, kein Problem. Also, da machen wir eine Bewährungstat raus und da wird halt gar nichts gemacht. Also, ich verstehe es halt einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wo sind wir hier bitte gelandet? Es ist doch nicht normal, dass sowas in Deutschland der Bevölkerung verkauft wird als gutes, faires und gerechtes System. Das ist doch ein Schlag für alle Menschen, die betroffen sind, die so etwas schon mal miterlebt haben oder auch für Leute, die Täter dieses, Spektrums sind, die werden ja quasi noch mit Orden ausgezeichnet. Also bei aller Liebe, aber ich finde, das ist absolutes Staatsversagen und das muss dringend überarbeitet werden. Bitte, bitte, teile dieses Video. Es müssen mehr Leute erfahren, was Krankes hier in Deutschland abgeht. Es ist wirklich nicht mehr normal und ich kann nur hoffen, dass Karma zuschlägt und natürlich möglicherweise Menschen, die solch schlimme Taten verübt haben, natürlich ohne hinreichenden Tatverdacht, ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Möglicherweise begibt sich der ein oder andere Bürger bei einer lauen Sommer- oder Winternacht auf die Straße und begegnet solchen Geschöpfen. Und diese Geschöpfe laufen dann beispielsweise in eine Faust, stolpern über den Bordstein. Man weiß es nicht. Karma regelt. Wenigstens einer, wenn die Bundesregierung bzw. unser Kuscheljustizsystem das nicht hinbekommen. Haltet euch an die Gesetze und ändert sie, damit solche Täter vernünftig hinter Gitter kommen und nicht die Opfer durch solche Rechtsprechung verhöhnt werden. Und damit ich euch nicht mit absolutem Wut im Bauch verlassen möchte, kommt jetzt noch eine kleine Bienenfrage, nachdem ihr das Video geteilt habt, damit ihr auch mit einem schöneren Gedanken das Video beenden könnt. Wie kommt es, dass im Laden der Honig von zum Beispiel Langnese immer flüssig ist und nicht kristallisiert? Das liegt zumal meist daran, dass der Honig erhitzt wurde und oder dass der Honig meistens eine Sommertracht ist, die generell nicht super schnell auskristallisiert. Die werden ja immer gemixt, die Honige, damit die ungefähr immer gleich schmecken. Und wenn man da ein Mixverhältnis hinbekommt von Honigen, die generell nicht so leicht auskristallisieren, dann ist es so, dass dort dieser Langnese-Honig dann nicht auskristallisiert. Wenn aber mal eine Charge beispielsweise relativ kühl gelagert wird oder aber länger im Laden steht, dann kann man diese Auskristallation auch im Laden sehen. Sieht relativ unschön aus, ist aber an sich überhaupt kein Problem. Aber das war zum Beispiel bei mir auch ein Grund, warum ich persönlich keinen flüssigen Honig mehr verkaufe, sondern nur noch cremig gerührten Honig, weil es einfach richtig unangenehm ist, komplett durchkristallisierten Honig zu verspeisen. Weil dieser ist dann, wenn er im Glas, also beispielsweise bei Sommertracht, auskristallisiert, sehr, sehr grob auskristallisiert. Das sind dann teilweise sandgroße Kristalle und das ist einfach ein sehr, sehr crunchy Gefühl, wenn man drauf beißt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr das Video teilt, mir einen Daumen nach oben gibt und einen Kommentar schreibt, damit wir wirklich viele Leute erreichen und der Irrsinn irgendwann auch mal ein Ende hat.